Da ist es gar nicht so groß. Da könnte man weiterbauen. DJ Sid, wunderschönen guten Morgen. Schläfst du einmal? Oder bist du immer hier? Du bist öfter hier. Ich kriege hier keinen Stoff. Das ist schade. Na, da müssen wir daran denken, dass wir jetzt wirklich hier ein bisschen Zeug reinballern. Ich finde das cool. Bin schon am Arbeiten. Brav. Ja, da gibt es keinen Stoff herinnen. Richtig schade. Ja, nicht irgendwo. Ui, Werkzeugkasten. Und der Reaktor, der uns einen Haufen Strom liefert. Nice. Ja. Boah, gestört. Nein, echt cool, also. Nicht schlecht. Was ich gut finde, ist, man könnte jetzt hier wirklich hinzufügen. Atriumsäule. Es wird immer teurer bei dir. Wieso wird denn das immer teurer bei dir? Der Wohnwagen. Ui. Wieso könnte man den wegmachen? Der möchte ja gar nicht wegmachen. Gemütliches Kissen gibt Stoff. Gibt gar Kissen hier. Aber ich würde ein Bett gern bauen, ne? Aber da fehlt's. Ja, dann bauen wir einmal hier nur die Matratze dazu. Jawohl, easy, nice. Schlafbereich fertig. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mir in einem Vault Gedanken um einen Schlafplatz machen müsste. Entschuldigung. Bist du zur Kontrolle hier? Ach so, deswegen. Noch eine Erfrischung? Was zum Teufel ist das? Ich habe meine Nuka-Cola getrunken. Und dieses Zeug. Ich weiß. Da sind spezielle Chemikalien drin. Ach was. Naja, was auch immer es ist. Ich liebe es. 100% habe ich diese Experimente noch nicht verstanden. Koffein. Nun, es erhöht die Produktivität. Aber ernsthaft, weiter zum nächsten Prototypen. Der Hippokratische Eid. Ein Gelöbnis, keinen Schaden zuzufügen. Naja, das fasst es grob zusammen. Ich will jetzt nicht damit anfangen, alte Bücher auf Lateinisch zu interpretieren. Aber die Grundhaltung in der Medizin läuft dem entgegen, was wir hier zu erreichen versuchen. Ärzte sollten nicht das Wohl ihrer Patienten über alles stellen, sondern das Wohl der Gemeinschaft. Das verstehst du sicher. Natürlich. Die Zeiten sind hart. Wir müssen tun, was nötig ist, um zu überleben. Welcher Preis wäre schon zu hoch, um eine amerikanische Tradition zu bewahren? Also ab in den Vault-Tec, Frau Robber. Ein spezielles Gerät für Optiker, das Sehvermögen des Patienten verbessern kann. Aber es könnte noch so viel mehr. Für den Prototyp ist etwas, naja, viel... Okay, eine riesige Menge an radioaktivem Material nötig. Aber es wird sich auszahlen. Das klingt spannend. Guten Morgen, Maugson. Cleanout, was hast du rausbekommen? Wir machen jetzt auch ein paar Cleanouts mit unserer neuen Anlage. Ich freue mich, Teil dieses Plans zu sein. Du und ich zusammen. Die Welt wird erzittern angesichts dessen, was wir erreichen. Hoffentlich nur bildlich gesprochen. Mach dir wegen des nuklearen Materials übrigens keine Gedanken. Wir haben diesen Ort für Vault 88 gewählt, weil unsere Untersuchungen ergeben haben, dass es tiefer in den Höhlen reiche Uranvorkommen gibt. Also fang an zu graben und besorg uns, was wir brauchen. Bitte was? So viel Getränke wie das Herz begehrt. Oh, Level up! Oder? Sport ist Mist. Nice! Es ist seltsam, wenn Leute hier sind.
Nice, nice, nice. Ich wollte eine Spannungs- und Spannung. Ich wollte eine Spannungspause reinbringen, Freunde. 40 Unzen, dann bin ich jetzt fast Gold da angekommen, wird das besser. Nice. Das klingt gut. Ah, jetzt ist wieder die spannende Entscheidung. Was nehmen wir wieder mit? Ach, ich hasse es. Das ist alles so. Hey. What? Ich würde so gerne auf Nahkampf gehen, aber irgendwie Schlösser knacken und Hecken wäre mal wichtig. Aber irgendwie sollte man die Wahrnehmung skillen. Und vielleicht Glück, weil dann findet man besseres Zeug. Schreibt, was ich machen soll, mir ist das wurscht. Wirklichkeit ist ja auch wichtig. Geh mal graben. Aber immerhin. Bau den Vorraubter-Prototyp. Ach, ich möchte nicht immer was bauen. I have built some. Ich habe kein nukleares Material. Weil das findet man da unten, haben wir gesagt, gell? Ja, jetzt wären die Cleanouts auch bei mir spannender tatsächlich. Jetzt habe ich auch da extrem Lust drauf, da den ein oder anderen Cleanout. Einzige ist natürlich. Oh, hier. Kriegt man da Material raus? Nein. Nein. Aber das müssen wir abbauen, oder? Oh, das reicht schon. Wo müssen wir den bauen? Da oben? Ist wurscht, oder? Ich baue den oben. Wir machen ja alles. Aber vielleicht nehmen wir uns wirklich mal die Zeit und bauen Volt 88 aus. Die Idee dahinter finde ich mega und das ist riesig. Richtig schön. Aber ich habe am Anfang gar nicht gewusst, dass das ein DLC ist. Aber macht ja nichts.
Was ist denn das Ding? Nutze die Macht des Atoms, um das Augenlicht der Siedler zu verbessern. Dieses ganze Strampeln, das hat einen Sinn, oder? Achso, soll man mit Strom versorgen? Yo! Warte mal, da stimmt was nicht. Wir haben doch 152 Strom. Wie können wir den anzapfen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Warum? Ah, so ist das. Okay, spannend. Das habe ich auch nicht gewusst. Auf das habe ich auch nicht geachtet. Bin ich gespannt. So, mit dem Terminal verbinden. Wieder mal. Mit dem Terminal verbinden. Ah, mit dem Terminal verbinden. Ist es zu weit weg? Mit dem Terminal verbinden, jawohl, geht doch. Und jetzt starten wir da das Experiment. Unterschwellige Botschaften, Vault-Überwachung, verbesserte augenärztliche Versorgung. Die Herausforderung ist es, einen Weg zu finden, eine einfache Augenuntersuchung zu etwas zu machen, das den Zielen von Vault-Tec dient. Der Phoropter ist ein großartiges Werkzeug zu diesem Zweck, da er selten zur Anwendung kommt und undurchsichtig genug ist, dass kleinere Unregelmäßigkeiten nicht bemerkt werden. Ich erwarte von jedem Team nur das Beste. Unterschwellige Botschaften festlegen. Was machen die? Die Abteilung F und E hat eine Reihe kurz aufblitzender Bilder entworfen, die bei dauerhafter Schleifenwiedergabe einen Statistik signifikanten positiven Effekt auf die Wahrnehmung der Versuchspersonen hinsichtlich des Vaults, der Firma Vault-Tec und insbesondere des Aufsehers haben. Wir konnten bislang noch keine Formel für Augentropfen optimieren, die einerseits effektiv ist, andererseits jedoch keine bleibenden Schäden hervorruft. Allerdings arbeiten wir noch daran. Hinweise im Labor haben sich weitere Vorteile der Elektroschocks und Fesselungen gezeigt. In dem Feldtest kann es also noch einmal anders aussehen. Vault-Überwachung. Auf diesem Gerät ist Team Walross. Fragen Sie nicht. Besonders stolz, Dr. Braun. Ein für den Einbau in den Phoropter geeignetes kleines MRT, das bei ausreichender Energiezufuhr die durch Stimuli hervorgerufenen Reaktionen auf visuelle Informationen verarbeiten kann. Laienhaft gesagt, liest es die Gedanken der Versuchsperson und zeigt ein Bild dessen, woran diese denkt. Das zumindest ist das Ziel. Allerdings sind die Bilder sehr unscharf. Ausgehend vom Standard-Rohrschacht-Test mit Hunderten von Freiwilligen konnte der Computer diese Bilder mit einer Genauigkeit von 71% identifizieren. Wir stehen hier erst am Anfang, aber die Möglichkeit, Einblicke in die Gedanken der Menschen zu erhalten, wird die Verwaltung des Vaults drastisch verändern. Danach haben wir wesentlich nützlichere Wortassoziationen entwickelt, die eine Hilfe von jedem Aufseher darstellen können. Als Standard einprogrammiert sind Verräter, ineffizient, Tratsch, Beschwerde und Kätzchen. Das war unser Testfall. Beim Entfernen aus der Zusammenstellung sind Fehler aufgetreten. Alla Favala. Hey Fire, wunderschönen guten Morgen. Verbesserte augenärztliche. Einfache Zusammenfassung dieses Experiments, Ted. Sein Team hat ein besseres Optometrie-Werkzeug hergestellt, mehr nicht. Bitte berücksichtigen Sie meine
Anfrage zur Neuanweisung seines gesamten Teams irgendwo weit weg in die Kälte. Wollen wir mal was Gutes tun für die Kollegen? Bald in Vault 88 wirklich losgehen. Scheint, als hätten wir unseren ersten Patienten. Oh. Ja, bevor du anfängst, Clem. Was ist Clem? Kinder? Die sind okay, denke ich. Willst du irgendwann mal welche haben? Ach, ich weiß nicht. Wieso fragst du? Einfach so. Mach weiter. Hi. Bist du wegen einer Augenuntersuchung mit dem Foro... mit dem Ding hier? Glaub schon. Nur zu. Rein mit dir. Ich würde gerne den Vault bauen, aber ich glaube, da fehlt mir aktuell die Geduld. Aber die Möglichkeit, den Vault zu bauen, finde ich mega. Bis jetzt haben wir das recht unprofessionell gemacht. Was soll ich machen? Halt einfach still. Also, ich setz mich einfach dahin? Ja, genau. Die Maschine erledigt den Rest. Das Ding macht mir irgendwie Angst. Schon fertig. Die Maschine sagt, dass du eine leichte Augeninfektion hast. Da helfen ein paar Augentropfen. Danke. Und das war's? Nichts weiter? Nein, Frau Aufseherin. Die Prüfung ist vorbei. Manche Leute beschweren bei sich. Bei mir wurde noch nie eine Augenuntersuchung gemacht. War gar nicht so schlimm. Wieso machst du das hier eigentlich? Ah, oh, ich lüge. Diese experimentellen Geräte könnten das Leben für alle besser machen. Hm. Echt? Ich brauche also Augentropfen, ja? Okay. Nachdem Clem wegen des Powerrads völlig durchgedreht ist. Seid ihr irgendwelche kranken Gestalten? Alles, was wir tun, dient dem Allgemeinwohl. Red dir das ruhig ein. Im Commonwealth sagen es dir die Leute wenigstens vorher, wenn sie dich umbringen oder ausnehmen wollen. Komm schon, Clem, verschwinden wir. Die Typen sind Arschlöcher. Aber ich habe jetzt deinen Job. Ich bin ein Opti... Ich bin der Augentyp. Ich kann nicht weg. Lauf, solange du noch kannst, Clem. Bitte was? Hätten wir einen Vorrat an sauberem Wasser, wäre alles ziemlich gut. Genau das ist der springende Punkt, Feier. Absolut richtig erkannt und da bin ich völlig bei dir. Das sind so Dinge, wo man sagt, da ist man mit der Story durch, da kann ich mich, da nehme ich mir die Zeit, da chill ich die Base, da, apropos Base, da mache ich aus dieser Vault was extrem Geiles. Das ist etwas für zwischen die Story. Ein bisschen, ich möchte die Story nicht erleben, dass ich mal am Montag mache ich Story, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag mache ich irgendwas. Am Freitag mache ich die Story weiter und weiß am Freitag nicht mehr, was ich am Montag erlebt habe. Was ich meine. Und ich habe erst zu spät gecheckt, dass das ein DLC-Content ist. Ich rede jetzt nur mit dir und dann werden wir da mal wieder rausgehen, weil sonst checke ich die Hauptstory nicht mehr. Eine unserer Bewohnerinnen ist gegangen. Naja, sie wird nicht schwer zu ersetzen sein. Das Wichtige ist, dass unsere Arbeit gut vorangeht. Wollen wir da ein bisschen kritischer werden vielleicht? Sie könnte die erste von vielen sein, die den Vault verlassen. Wenn das Problem zu groß wird. Vaults wurden geschaffen, um verschlossen zu werden. Dieses neueste Experiment ist mein ganzer Stolz. Ich bin in die Fußstapfen von Dr. Braun und den anderen getreten und habe meinen eigenen Prototyp entwickelt. Er beruht auf der Prämisse, wir alle haben Fehler und unsere ganz eigenen Laster. Was, wenn unser Vault nicht versuchen würde, diese Vorlieben auszumerzen, sondern sie zu nutzen? Von welchem Laster redest du? Nun, Gier. Dieser Plan ist für einen Spielautomaten. Ich habe ihn so gestaltet, dass er so verlockend wie möglich ist. Wähle die Parameter für das Experiment. Dann schauen wir, wie er sich im Feldversuch bewährt. So, nö. Wir machen weiter jetzt. Bau den Spielautomaten bis... Ach, come on. Echt jetzt?
Außenposten. Das Außenposten ist doch. Wo ist denn der? Hä? Oh, hier. Oh no. Oh, hier. Oh yes. Wir befreien und bauen Außenposten. Komisch geschminkte Dame. Ja, die hat einen Bad Hair Day. Also, kann man, das ist immer, wenn du aus dem Bett rauskriegst und irgendwelche Haare stehen da in irgendwelche Richtungen, die du gar nicht beeinflussen kannst. Das passiert einfach. Ich kann ein Lied davon singen, ey. Ich schwör. Passiert mir relativ oft. Hauptstory, Freunde. It's Main Story Time. Wir speichern. Das ist erstmal klug. Gelesen speichern erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass man Fehler ausbügelt. Ja. Schau, das sind so Momente, wo man sich denkt, geile Grafik. Aber die Grafik ist ja nicht das Problem von dem Spiel. Es ist eher die Traglast. Ja, mein Gegner in dem Spiel, die Traglast. Ich komme nicht drum herum. Ich muss in die Richtung, Freunde. Blond Hair Life. Ich würde gern. Das ist, aber man muss da, also so wie zum Beispiel in diesem Halluzigen-Ding, wo wir vorher gewesen sind, wenn man die Story von dem Bereich auf einmal erlebt und mitbekommt, mit Terminals und so weiter und Notizen und was da alles dazugehört, dann ist das einfach mega geil. Also da muss man dann aufpassen, dass man sich wirklich nicht so sehr ablenken lässt. Dass man nicht irgendeine Quest startet und Tage später die dann fertig macht. Da sollte man dran bleiben. Nichts nachfeier. Also mein eigentliches Problem neben der Traglast war ja, dass ich die FPS nicht so schnell, weißt? Und das ist ja kein Fehler nicht. Das ist einfach, weil das Spiel auf den die Physik des Spieles auf den FPS basiert quasi. Und das kann man nicht umgehen. Und da kann man nur diesen Mod installieren, dass er im Ladescreen diese Sperre aufhebt, aber an das Gegner? Das ist kein Fehler per se. Oh, das sind Gegner. Oh, Huma. Oh, wow, wow, wow. Oh, no, oh, das geht schief. Oh, scheiße. Powerrüstung, Freunde. Stichwort Powerrüstung. Oh, Mann, das tut weh. Wer schaut? Ha! Wow! Ist es erlaubt? Ui! Werft ihr das so? Ich kill da mal die Kampfhunde. Oh shit. Aua, wow. Chua. Aua. Ich hab die Waffe. Aber ich hab die Waffe nicht dabei. Ich hab die Waffe in meiner Sanctuary-Überraschungskiste liegen. Das überlebt ihr nicht. Hättest einfach weglaufen. Ich hab die Waffe wirklich, aber die ist schwer und ich habe einfach leider Gottes mit schweren Dingen einfach nicht so gute Erfahrungen gemacht. Oh, schade, ich habe gedacht, er hat ein Gewehr für mich. Erwischt. Ah. Ja, da müsste man mit einer Powerrüstung antreten, oder? Cool. Ey, cool, ja. Sau cool. Nice, good job.
Oh Mann, ich hätte gern wirklich ein Gewehr. Ein Gewehr, Gewehr. Ui, können wir kochen? Nope. Nope. Hm. Super, können wir kochen, ja. Wollen wir ein paar Rüstung holen? Haben wir das freigeschalten? Holen wir ein paar Rüstung. Und die Minigun. Wir sollten wirklich nur Sanctuary ausbauen, aktuell. Das habe ich irgendwo gelesen, das ist ein Problem bei Fallout, mehr oder weniger, und bei Skyrim und wie die ganzen Spiele hassen, dass man sie zu sehr ablenken lässt von vielen verschiedenen Dingen. Und das darf nicht passieren. Wir müssen den Fokus bewahren. Ich war eine ziemliche Abenteurerin, als ich... Das klingt blöd, aber das ist wirklich so. Wenn man sie zu sehr ablenken lässt von Dingen, die jetzt in der Hauptsache überhaupt keinen Unterschied machen, dann hat man irgendwann vielleicht generell einmal keinen Bock mehr. Oh, falsche Seite. Oh, Fat Man. Na, Minigun, oder? Minigun. Müssen wir dann wieder zurückbringen, ne? Na, gibt's öfter. Offensichtlich. Wie was? Der Raider hat ein Fett-Ding hier. No. Oh ja. Oh, jetzt gehen wir da nochmal rein. Es wäre ja doch gelacht. Aber wir werden noch vorher die Knarre ausrüsten. Mal da nochmal durchladen. Da gibt es nichts zum Durchladen. Alles klar. Ich glaube trotzdem, ich gehe drauf. No, ich hab den nicht entdeckt. Du wirst mich verarschen. Ich hab den doch... Achso, ich war nicht nah genug dran. Hä? Das ist wild. Aber wir haben schon wieder fast Level 26 erreicht. Jetzt geht es aber mit großen Schritten voran. Ist schon da gut aus, die Waffe. Hallo, keine Panik. Ich bin hier, um zu helfen. Können wir fliegen? Nope.